Hallo zusammen. Da ist er jetzt, unser erster Solar DX Cargo. Da oben haben wir eine Solarzelle drauf montiert. Die leistet etwas mehr als 470 Watt. Und speziell ist, sie ist sehr, sehr leicht. Ja, das brauchen wir auch, weil das Gewicht oben, das ist ungünstig fürs Fahrverhalten. Speziell, die Zelle hat über 20% Wirkungsgrad. Wenn ich jetzt zurückblende im 91, wo ich angefangen habe, da habe ich als erstes Mal ein Fahrzeug gebaut namens Cheetah und mit dem bin ich Elektromobilrennen gefahren. Damals waren das Solarfahrzeuge und von so etwas sind wir ganz, ganz weit weg gewesen. Und heute können wir das bauen. Mit dem Fahrzeug kann man hier in Zürich pro Jahr 4000 Kilometer rein solarbetrieben fahren. Das heisst, in der Schweizer Post, wenn man etwa 20'000 Kilometer macht, dann braucht man 5-mal so viele Zellen, 4-mal so viel auf einem Hausdach oben, und schon ist das Fahrzeug völlig solarbetrieben. Und das ist doch einfach nur genial. Das ist unsere Zukunft. Die Energie direkt ab der Sonne, darauf in die Batterien und von den Batterien über den Antrieb auf die Räder. Das ist der allerkürzest mögliche Weg. So müssen die Fahrzeuge der Zukunft aussehen. Ciao zusammen, gute Zeit.